Irgendwie habe ich gelesen, ein Typ hat halt jetzt zum Rand der Welt gepaddelt. Auch sehr nice. Ist das passiert, was man denkt? Ist es das passiert, was man denkt? Ja. Sehr nice. Finde ich super. Also auf gut Deutsch, er ist runtergefallen. Richtig. Finde ich super. Aber das habe ich, hätte ich auch erwartet von den Herstellern, weil genau das ist ja genau das, was man denkt, was passiert. Ja, muss ja. Also, aber irgendeine Trottel muss es ja natürlich auch ausprobieren. Ehrlicherweise, nachdem wir morgen damit anfangen zu streamen, ich bin dabei. Ab wann wolltest du denn? Blacky postet dicke Dinger, kann man auch nur falsch verstehen. So ab 19:30. Okay. Ah, mir fällt gerade erst auf, dass du ohne Cam streamst. Jep. Weil die Cam zeigt gerade dahin. Du bist ein dickes Ding, Blacky. Deine Mutter ist ein dickes Ding. So versucht sich den aufgedrehten Zwerg ins Bett zu bringen. Entweder geht es schnell oder es dauert lang. Wir werden einfach rausfinden, wie lange oder wie schnell es geht. Ja, aber das ist ja das Problem von Rick. Zeugen, Lucy und Bewegung. Den neuen Messias zu bringen, ja, okay, weiter. Geisterpräsenz. Donna Martin und sie ist egal, ob alleine oder in der Gruppe. Das ist ja schon mal gut. Was, wir sollen den neuen Messias finden? Alles klar. Zeugen. Schon wieder. Zeugen. Achso, den neuen Messias sollen wir zeugen. Leute, ich bin raus. Ah, wollte ich gerade sagen. Ein Boden. Nein, das ist eine Decke. Kein Boden. Es ist eine Decke. Mensch, solltest du doch wissen. Du kennst doch den Boden. Hast du so eine getäfelte Decke oder was? Nee, eine abgehackene Holzdecke. So. Diesmal renne ich vor. Okay. Sind wir, was ist wieder hinten? Mittel? Ach ja. Was hast du genommen? Profi-Mittel? Profi. So, willst du. Wo ist denn das Ling? Ich bin schon dran. Genau. Ja. Okay, gut. Hey, ich habe inzwischen 40 Kilo von meinem Maximalgewicht verloren. Du musst durch die Tür durch. Das heißt, du kannst wieder 40 Kilo zunehmen. Das ist doch auch schon mal was. Willst du hinter mir? Ohne mich durch die Tür zickt? Ach so, kriegst du die Tür überhaupt allein auf? Ja, jetzt ja. Du lachst, sagt er das letzte Mal. Ich habe die Knochen gefunden. Blacky sieht jetzt aus wie Vin Diesel. Da ich nichts habe, nein. Was kannst du eigentlich? Der Knochen ist. Ach, du meinst, Blacky hat einfach 40 Kilo von seinem Gewicht verloren, indem er sich den Schädel rasiert hat. Ah. So. Das macht Sinn. Wie sieht Vin Diesel eigentlich zurzeit aus? Hat er so viel zugenommen? Keine Ahnung, ich habe ihn längere Zeit nicht mehr gesehen, weil. Er meldet sich bei mir auch nie. Richtig. Ich gehe ja eh nicht raus, also von daher. Aber Vin Diesel wäre. Aber sollte nicht demnächst irgendwie Fast and the Furious 2035 rauskommen? Bin mir nicht sicher, aber es könnte auch der Fast and Furious Spin-Off 35 sein. Hey, Spin-Off gibt's nur einen. Zu dem 30. Die Matte ist weg. So, gehen wir mal rein und gucken. Also, ich habe nur einen Amp, weil ihr die Thermomix euch geschnappt habt. Jupp. So ging es bei der letzten Runde. Und ich hatte in der ersten Runde den Thermo, das Impf. Wir ämpfen einfach durch. Genau. Ich habe hier. Bist du gleich hoch? Ja, ich bin hier oben auf der Treppe, waren es kurz 9,7. Ja, aber da wird es wahrscheinlich noch warm. Das wissen wir doch. Hast du auch eine Kamera? Also nein. Unten im Gerätraum hinter der Küche ist der Knochen. Ja, genau. Stimmt. Mach was doch mal so. Wo bist du? Wo bist du? Reagierst du auf mich, wenn ich außerhalb deines Raumes bin? Wo bist du? Na, okay, dann nicht. Ich habe hier 8,3. Ich meinte dickes Ding, nicht Körpermasse. Okay. Noch sind wir vor 22 Uhr. Das will ich gar nicht wissen. Das geht mich gar nichts an. Ich bin ein Gänseblümchen oder so. Messen wir hier die Treppe doch mal. Ne, dies messe ich plus. Sind jetzt von mir erschrocken oder? Kleiderpuppe erschrocken. Wie nennst du Kitty? Ich muss nochmal durchs Badezimmer gehen. Genau, wie nennst du mich eigentlich? Hä? Was soll das hier?
Verführe dich an den Geist. Nicht das, was ihr jetzt denkt, ihr Schweinchen. Also doch was Sexuelles, alles klar. Ah, oh, super. Strom ist weg. Da war gerade der Geist. Wo? Ach, hier im Wohnzimmer. Hast du den Strom wieder an? Ich bin dran. Wo im Wohnzimmer? Minus 5. Minus 2. Wie 11. Alles andere ist egal. 9. Minus 5. Blackie, wo war er denn? Ich habe die hier. Mein Hirn ist völlig leer. Ich bin bei minus 7. Was denn jetzt? Gerät also ich hatte hier in der Ecke vom Wohnzimmer, hatte ich minus 5 und minus 8. Ich gehe mal rüber und verifiziere den Geräteschuppen. Geräteschuppen. Ja, ich habe jetzt hier 13. Ja, ich habe im Geräteschuppen minus 8, minus 7. Ich würde sagen, das ist hier. Reber. Bist du hier? Nee, lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, komm. Wir sind wahrscheinlich zu viele. EMF2 in der Küche. Irgendjemand darf die Geisterbox verwenden. Wir warten, sind wahrscheinlich jetzt eh schon zu viele. Nee, der ist auch. Ich hüpfe mal raus. Ist egal, dem. Er ist gesellig. Er ist ein geselliger Geist. Oh. Passt auf, er tötet nicht, er macht betrunken. Es ist ein irischer Geist. Der Geist, bist du hier? Heiß. Apropos irischer Geist, kam nicht. Ist Montag? Ist Montag. Hätte nicht die neue Folge American Gods rauskommen müssen? Ja. Bist du da? Hatten wir auch das Salz? Wie alt bist du? Bewegungssensor. Ah, Bewegungssensor, Kruzifixi. Und Kruzis. Dann nehme ich mal Kruzi mit. Wie alt bist du? Ich nehme Bewegungssensor mit. Verdammt, ich muss überlegen, welchen Stream ich delaye für American Gods. Verdammt. Wie alt bist du? Was hatten wir? Wir haben Freezing, ne? Bis jetzt. Ja. Okay. Also das EMF hat nicht, also das Ding hat nicht ausgeschlagen. Ich hatte eine 2 eben mal beim EMF, aber mehr auch nicht. So. Gefrierbrand! Ja, Gefrierbrand haben wir schon, ja. Es sind keine Orbs, das ist Gefrierbrand. Hat einer schon eine Kamera eingestellt? Ja, ich. Also bis jetzt keine Fingerabdrücke. Nein, immer noch keine. Orbse sehe ich auch keine. Garstige Orbse haben sich versteckt. Ich bring mir noch einen Bewegungssensor an. Hauen den schon ein. Versuchen wir es halt nochmal. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was ist dein Lieblings-Pokémon? Bei mir hat er gesagt, nicht erkannt. Ja, bei mir läuft er durch. Also vermutlich keine Geisterbox. Vermutlich. Stopp. Ja, vermutlich, genau. Mathe ist noch da. Ah, die Mathe. Die reicht bis vor die Wohnzimmertür, damit die Leute sich auch die Füße abtreten. Haben wir schon ein Buch drin liegen? Kennen Sie denn schon ein bisschen Kind? Ja, Buch liegt. Wer von euch ist denn da gerade drin? Einer von euch mit den Kameras? Nein. Doch, irgendjemand hat eine angemacht. Sind ich. Ja, tut sie. Oh shit. Oh, ich gebe dir jetzt zum. Er krabbelt auf dem Boden. Also fliegt, dann seid ihr safe. Steig auf den Tisch, steig auf den Tisch. Nicht aufs Klavier. Ist hinter mir her. Ja. Die Treppe hoch? Mach das Licht aus, dann sieht er dich nicht so gut. Und mach die Tür zu.
Oh, Tür zumachen, nicht rausgehen. Du bist Das versuche ziemlich da ich. in der Wand. Bist fast draußen. Der nächste sitzt. Ja, er ich hat hat oben mich erwischt. erwischt. Ich wollte gerade sagen, Hab also wir haben gehört. jetzt nur noch Kameras, das heißt, sieben Kameras, das heißt, da wurde einer gesnackt. Ja. Ja. Das ging ja schnell. Hat er jetzt ins Buch geschrieben? Ich bin oben in der, oben im Badezimmer. Wir sind Profis. Wir sind Profis, wir machen keine Fotos Aber von da oben Leichen. liegt eine Kamera. Wir sind Profis, wir brauchen keine Kameras. Aber Ich mit habe dem eine alte Kamera. Bewegungssensor hat nicht so gut funktioniert, ha? Oder haben wir die immer noch nicht angebracht? Der hängt doch da an der Wand. Ja, aber ausgelöst hat er nicht. Den musst du nach drinnen tun. Den musst du so hinhängen, dass der Geist auch durchrennt. Ja, Ja, wer genau. denn da durch? Das heißt, du musst ganz, ganz tief. Krabbelt nämlich. Ja, Knochen habe ich auf jeden Fall fotografiert. Fein, fein. MF4, 3, Hi. blinkt und jagt. Oh ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Wir sehen. Es dreht Irgendjemand. am Fenster. Jetzt kommt er aus der Tür raus. Ich hatte gerade einen Fünfer, glaube ich. Er Nee, Vierer. krabbelt. Ich glaube, er rennt hinter mir her. Das Er wäre kommt schön. zurück. Ja, das weiß ich. Der kommt, er rennt nämlich hinter mir her. Ich verstecke mich in seinem Spawn. Ich habe mich an der blödesten Stelle versteckt, die es gibt. Das ist Er die geht blödeste gerade Stelle, die es gibt. wieder nach oben. Dann ist er hinter Dex her. Nein. Nein, hinter mir. Oh. Wir sind alle Jetzt drei wäre im wie Metal Gebäude. Band. Ja, wir sind drei Leute im Gebäude. Sehr gut. Er geht Sehr nach gut. unten. Geht auch ohne Watte, echt jetzt. Ja, Metallica hat's vorgemacht. Er läuft Richtung. Es ist vorbei. Jetzt ist er weg. Es ist vorbei. Also, was haben wir jetzt? Wo bist Freezing du? Temperatures? Ich Okay. hatte nur EM4. Haben wir Geisterbuch? Bis jetzt nicht, nein. Wir haben also Der ist nur jetzt Knochen. jedes Mal auch nach oben gelaufen, wenn er gejagt hat, ne? Ja. Dann mache ich da einen Bewegungswerten. Sorry. Schlag mir doch nicht die Tür vor den Kopf. Ich dachte, das Brett steht dir gut. Seit wann können Danke, die Salz. Geister Türen bewegen? Was? Also theoretisch haben wir sie alle durch, außer dass wir noch nicht wissen, was es für ein Geist ist. Hat sich auf jeden Fall gerade bewegt. Es sei denn, das war King. Nee, also wir haben auf jeden Fall das Dings durch. Dexibli. Schluck ein Ja, paar ich bin Pillen. noch. Ja. Ich nehme Pillen. Dex ist unser verwirrter Opi. Was? Okay, Ah, dann nehme verdammt. ich halt Pillen. Jetzt habe ich einen Ich Computermonitor fotografiert. Auch sehr geil. bin vielleicht gruselig, aber das zählt nicht. Aber ob du Orbse findest, da muss doch irgendwo Orbse sein. Ja, ich orbse gerade. Ich gucke gerade nach Orbsen. Ich habe mich übrigens links von der Kamera versteckt. Das hat gut geholfen. Okay. Ich war oben im Bad. Oh, ein Hammer. Das ist der Hammer. Nee. Hast du gerade versucht, mich mit dem Hammer zu schlagen? Nein, würde ich nie machen. Nicht vorzeigen. Würde ich nie machen, also wirklich nicht. Bei meiner Ehre als Crewmitglied. Imposter. Genau, als Imposter. Nope, immer noch nichts. Ich schalte mal um. Hey, das ist fast die gleiche Kamera. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Es stehen auch zwei nebeneinander, nur so ganz zufällig. Ist uns gerade aufgefallen. Das ist die andere Seite. Ja, da hinten sieht man sogar eine Ah! Kamera. Und ein Dex. Da ist ein Dex. Am besten tut ihr den Kopf in den Monitor. Ja, Dann da. sehen alle anderen auch was. In 10 Minuten, quasi. In den Monitor. Du steigst quasi am Heathrow, am Münchner Hauptbahnhof ein, in den Monitor, in den, was? So. Nee, ich habe das Gefühl, da sind keine. Aber wenn es kein. Das Licht ist immerhin aus.
Ja, gut, Ja. Hat's gerade geflackert? Nein, ich habe das den Modus umgeschaltet. Ich würde an Rock gucken. Oh. Und die Hand sehe ich, die sie runterhält. Jetzt nicht mehr. Doch, das ist noch viel verwirrender. Was? Vor allen Dingen, warum guckst du Leuten unter den Rock, die Hosen anhaben? Ja, das ist mein Geheimnis. Oh, okay. Brauchst du einen Futterparat oder was? Satt, geh mal rein. Da. Dann kann ich mit deiner Kopflampe gucken. Warum ich? Weiß nicht, ist mir gerade so eingefallen. Ist für den Stream viel spannender, wenn du das machst. Also hast du noch am meisten Sanity. Und das auch. Wieso liegt da eine Säge auf dem Tisch? Weil unser Baumeister Bob ein Geist ist. Oder andersrum. Mhm. Und ihm langweilig ist offensichtlich. Also ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir keine Spirits haben, wenn wir davon ausgehen, dann bleibe noch Phantom, Benji und Jura dabei. Möchten wir Fingerprints, Writing, Amph oder Orb? Irgendwas. Dann schaue ich doch mal die Tür nochmal an. Und guck gleich nach dem Buch. Wo ist dieser Geht noch mal einfach einer nach oben, wo ich gestorben bin. Vielleicht ist da oben auch was. Gejagt. Ja, ich weiß. Das ging aber schnell. Level 4. Piep, 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 piep. EMF4? Ja, EMF4 beim Piep. Vor der Tür. Jetzt hatte ich wo bin ich überhaupt? Er ist im Wohnzimmer. Ja, das ist schön. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Versuch gerade mal rauszufinden. Da bist du. Du bist in der Ecke hinten bei der Schneiderpuppe. Du bist irgendwo in irgendeinem Raum. Da vorne ist eine geschlossene Tür. Der geht gerade in den wieder da, wo er gespawnt ist. Also ja, ich bin irgendwo in einem geschlossenen Raum. Und wieso ist hier eine... Dex kann zum Fenster reingucken. Wenn du zum Fenster guckst, siehst du Dex. Das finde ich gut. Dex war jetzt gruselig als der Geist. Lass mich. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Schau in den Raum, ich sehe doch keine Orbs, wenn du nicht in den Raum, wenn du anschaust, Mensch. Ist es aus? Geh du doch halt in den Raum. Deine Mutter geht in den Raum. Nein, du sollst nicht gehen, du sollst gucken. Ich muss erstmal rausfinden, in welchem Raum ich hier bin. Du bist im Schlafzimmer. So, vor allem das gehst du jetzt Raum. In der Abstellkammer. Oh. Ich dachte, ich wäre im Nachbarraum. Nicht denken, Geist finden. Der Geist findet mich schon, keine Sorge. Ja. Los. Vielleicht solltest du zurück in diesen Raum gehen, der war gut. Ich höre ihn in seinem Zimmer rumtrampeln, von außen. Also ich schätze, es ist eine Benji, oder? Verdammt, jetzt habe ich den falschen Raum genommen. Ich bleib hier. Jetzt bin ich in der Waschküche. Jetzt. Ich werde hier sterben. Das ging. Ich habe ja gesagt, das ist der dümmste Raum, sich zu verstecken, aber es hat geklappt. Du meinst die Waschküche? Ja. Ja, ich habe mich beim ersten Mal, wo wir alle drei drin waren, also nicht da, wo Key gestorben ist, habe ich mich in seinem Spawn versteckt. Vielleicht ist es ich bin halt einmal im Kreis gelaufen und bin wieder rein. Ist einer oben? Nein. Ich bin draußen. Ich bin ganz draußen. Ich bin bei dem Kuschelhasen. Jemand muss auf den Kuschelhasen aufpassen. Du bist der Kuschelhase. Er ist weg. Sind wir uns sicher, dass der in der Kammer da hinten ist? Ja. Da ist er auch gespawnt. Ja. Der kam dort auf uns zu. Ja, aber wir hatten das schon mal und wir dachten, er wäre hinten in der Kammer, aber er war eigentlich in der Ecke von der Küche. Ja. Irgendwas ist einer hochgegangen? Okay, gerade ist der Bewegungssensor hinten in der Kammer gegangen. Siehst du? Da steht er. Er ist wieder in der Kammer gespawnt. Ich habe in die Kammer reingeguckt, sehe nichts. Ah, verdammt! Er kommt hinterher, glaube ich. Ja, hier kommt die Mach Wohnzimmer. Die Lampe aus! Das hilft nichts mehr! Doch, das hat bei mir noch funktioniert. Er kommt nach oben. Mach die Lampe aus und die scheiß Tür zu. Ja, ich bin immer noch im Flur, verdammt! Satt! Ich habe die Lampe ausgemacht, ich wusste nicht, auf welcher Seite der Tür ich bin! Oh, da wird einer umgebracht. Jo. Pop. Also oben würde ich nicht hingehen, da stirbt man. Ja, das habe ich rausgefunden, moin. Oh, lieg ich schön.
Ich habe gerade den Geist gesehen, der ist an der Kamera vorbei. Ja, dann schaut doch mal jemand rein, ob er da Fingerprints findet. Das wollte ich nämlich gerade 3 Jagden lang versuchen. Also ehrlich, vielleicht hättest du mal oben an der Tür gucken müssen, weil er ist ja irgendwie an mich hereingekommen, oben. Ob die oben jetzt dran sind, die Fingerprints? Nee, die sind immer da, wo er war, oder? Also ich habe es jetzt gerade eben erstmal in seinem Spawn versuchen wollen, aber dann hat er ja direkt angefangen. Also das hat nicht so gut funktioniert. Wie ist denn seine Aktivität? Ich dir... Also wenn einer von euch Geistern sich reinsetzt, der Aktivität scannt? Ja, ich gehe in den Bus. Aktivität 2. Was? Was sagst du? Ich gehe in den Bus. Okay. Aktivität 0. Dann geh halt in den Bus. 0, 0, 0. Okay. Der ist satt. Der ist satt vom Satt. Hat man ja schon mal. So, ich bin im Bus. Kannst reingehen. Okay. Ja, kannst reingehen. Damit wir alle sterben. Ja, dann kriegt keiner was. Hat das Licht ausgegangen? Ich hab das Licht ausgemacht. Oh, scheiße! Was ist scheiße? Steht vor mir. Nein, kann nicht sein. Doch, steht vor mir. Ja, er stand wirklich vor ihm. Okay. Ich hab einen Zug an. Ja. Aber normalerweise krabbelt er. Jetzt jagt er. Jetzt jagt er! Ja, jetzt jagt er. Stark, gib mir zu. Wir haben ein M4. Direkt an der Tür. Er krabbelt gerade Richtung Treppe. Ah, ich glaube, ich hatte gerade 5. Moment, Richtung Treppe, sagst du? Ja. Yep. Jetzt krabbelt er hoch. Nee, ich bin auf der anderen Seite, aber habe auch nur eine M5. 5 habe ich immer noch. Er hat gerade meine Leiche passiert. Krabbelt nochmal. Er ist genau vor mir hat gekillt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt. Ja, wir haben keine andere Chance, es sei denn, wir verlieren alles. Oder wollen alles verlieren. Ah, fuck, Geist, ey. Ja, dann. Ich würde sagen, es ist ein Jurai, oder? So wie der jagt. Es liegen zwei Leichen. Drei Leichen liegen an derselben Stelle im Prinzip. Yep. Ich stelle jetzt einen Jurai ein. Verstecken. Ich bin für den Dämon. Nee, wir hatten keine Frieden. Phantom, kannst du nur noch. Wieso? Wir haben doch nur Gefriertemperaturen. Nee, wir haben noch Gefriertemperaturen. Ja, wir haben Gefriertemperaturen, aber sonst nichts. Naja, wir haben Gefriertemperaturen und vermutlich keine Spellbox. Damit kriegt Phantom, Banshee und Jurai. Phantom, Banshee und Jurai. Banshee fällt raus. Wegen dem Fingerprints? Nee, wegen dem Jagd nur ein. Also ehrlich, ich habe so eine ganz andere Befürchtung. Dass die Geisterbox und das Geisterbuch nicht funktionieren. Ich behaupte, das ist ein Dämon. Ich würde auch sagen, dass es ein Dämon ist. Warum auch immer. Okay, pass auf. Ich bleibe jetzt beim Jurai. Ihr geht auf den Dämon, dann hat vielleicht einer von uns zumindest Glück. Dann müsste einer noch die Banshee machen. Okay, ich nehme die Banshee. Was ist mit dem Phantom? Dann nehme ich das Phantom. Okay, haben wir alles? Nein. Ich will hier weg. Was war das? Box und... Was braucht ihr für den Dämon? Box und Buch. Ja. Du kannst auch unten einfach Dämon einstellen. Das geht auch. Du musst nicht alles eingestellt haben. Gut. Also ich nehme den Dämon. Ich finde das sehr lustig. Kitty hat 46% Sanity. Ja. Aber nur im Durchschnitt 33%. Das liegt daran, dass ich ein laufender Fleischsack mit Psychosen bin. Keine das erklärt's. Okay, fahr los. Danke, bevor er mich frisst. Was hätte der Blackie getippt? Das gleiche, was jetzt gleich da steht. Es ist ein Dämon. Hab ich doch gesagt. Yes! Alter. Es dauerte lange, aber der Kleine will nicht pennen. Ich gehe mal helfen, kommt da nicht mehr dazu. Alles klar, dann viel Erfolg beim Schlafen gehen lassen. Und das nächste Mal am Montag einfach mal früher ins Bett schicken, damit er denkt, 2 Stunden hätte er noch durch und dann schläft er rechtzeitig. Also, was habe ich gesagt? Dämon. Hab ich gehabt. Hab ich doch gesagt.